Julia, bekannt aus Bauer sucht Frau international, teilt mutig ihre Erfahrungen mit Vitiligo und spricht offen über die Herausforderungen als alleinerziehende Mutter. Durch ihre freundlich zurückhaltende Art wurden Fritz, 45, und Julia bei Bauer sucht Frau international zu Publikumslieblingen. Eines der schönsten Komplimente, die ich während der Ausstrahlung von Hashtag Bauersuchtfrau international bekommen habe, war: Du bist im Fernsehen, wie du auch sonst bist, einfach authentisch, berichtet sie nun. Nach der überraschenden Trennung von dem in Frankreich lebenden Milchbauer gewährt die 38-Jährige nun persönliche Einblicke. In einem Instagram-Reel offenbart sie eigene Schwächen und spricht auch über eine Pigmentstörung, unter der sie leidet. Hi, ich bin Julia. Ich trage meine Klamotten oft wild durcheinander gewürfelt und gehe sogar so raus. Bei mir wird oft schnell und pragmatisch gehandelt. Ich habe oft wilde, zerzauste Haare und selten die perfekte Frisur. Außerdem enthüllt Julia, an einer chronischen Erkrankung der Haut zu leiden, die auch als Weißfleckenkrankheit bezeichnet wird. Ich habe Vitiligo und überall am Körper weiße Flecken, gibt sie zu und zeigt betroffene Stellen an Armen und Händen. Aber auch einen großen blauen Fleck, der eine ganz andere Ursache hat. Manchmal bin ich so neben der Spur, dass ich gegen die offene Autotür laufe, so die Hofdame von Fritz. Und noch von weiteren vermeintlichen Unzulänglichkeiten und von Einsamkeit als alleinerziehende Mama berichtet sie: Ich schaffe es nicht immer, meinen Mann zu stehen, tue mich aber schwer, Hilfe anzunehmen. Manchmal fühle ich mich allein und möchte einfach nur in den Arm genommen werden. Es gibt Tage, an denen setze ich mich erst aufs Sofa, bevor ich aufräume und sauber mache. Doch das alles mache sie authentisch und zu dem, was sie sei, so Julias Fazit. Aber das alles bin ich. Einfach ich. Generell kritisiert die Hessin, die sich selbst als Landei bezeichnet, den Perfektionswahn in den sozialen Medien, von dem sie sich selbst freigemacht habe. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger kann und will ich mich verstellen, um jemandem zu gefallen, kommentiert sie. Ich habe kein schwarz-weiß-beiges Insta-taugliches Haus, keine makellose Haut, bin nicht immer tough und stark, auch nicht immer die perfekte Hausfrau und Mutter, aber ich gebe mein Möglichstes und bin einfach ich. Betont sie, und weiter: Wenn ich sehe, wie jemand einem vermeintlichen Ideal hinterherläuft, sich als etwas Besseres verkauft oder die perfekte Frau, der perfekte Mann in der perfekten Familie nach außen hin gespielt wird, da tun mir die Leute einfach leid. Meine Sonnenbrille wird schief sitzen, dafür bleibe ich einfach Julia. Schlussendlich verrät Julia ihren derzeit rund 5300 Followern, dass es auf ihrem Instagram-Profil keine Perfektion geben werde. Meine Sonnenbrille wird schief sitzen, Aufhängerchen werden aus meiner Kleidung schauen, ich werde nicht immer Content mit Mehrwert posten, aber dafür bin und bleibe ich einfach Julia.